Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn diese Halle brennt und wir müssen die Kinder finden, die sich hier verstecken. Wir spielen nämlich gerade ein, ja, ein Flashback. Und ja, Gott sei Dank weiß ich noch ungefähr, wo die ganzen doofen Drecksplagen sich verstecken. Was willst du hier, Lukas? Geh raus! Wir spielen nicht mit dir! Du musst hier raus, Kurt. Die Halle wird explodieren. Kurt! Zähl doch nicht so einen Stuss. Du bist ein Schwachkopf, Lukas. Geh. Kurt, du musst mir glauben, es brennt gleich. Du musst sofort hier raus. Das ist kein Scherz. Verzieh dich, bevor ich dir die Fresse poliere, du Idiot. Alles klar. Wenn du jetzt nicht rausgehst, hau ich dir eine runter. Glaubst du, ich habe vor einem Zwerg wie dir Angst? Boah, Alter, du fettes Dreckskind, dann verbrenn doch, du dumme Sau, Kurt, Alter. Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Nein! Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Nein, wir haben keinen gerettet. Und die anderen? Nein! Sie sind noch in der Halle, ich habe alles versucht, Marco. Nein, 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 nein. Fuck! Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Dieses Dreckskind, dieses fette Arschlochkind. Was passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist, ich weiß nicht wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Gut, damit müssen wir jetzt leben. Normalerweise hätte man alle retten können. Hörst du mich? Aber ey, ich kann nichts dafür, dass ich das... Ich hab mich umgehört. Guck mal, jetzt bin ich auch noch völlig natürlich fertig. Natürlich ohne Namen zu nennen. Ganz toll. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Danke, Bro. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Natürlich glaubst du nicht an sowas. Du glaubst immer an einen scheiß Zimmermann, der für über 1000 Jahren für unsere Sünden gestorben ist. Wieso nicht? Das macht viel mehr Sinn. Ach Gott, jetzt haben wir die nicht retten können, die ganzen Drecksplagen. Nur weil dieses fette Arschlochkind da... Mann! Normalerweise hätte man alle retten können. Gut, dann nicht. Wenn das nächste Mal ein Kind zu euch gelaufen kommt und sagt, da hinten brennt es, bitte verlasst sofort diese Lagerhalle. Diesen militärischen Hangar, wo Waffen gelagert werden, dann tut das am besten. So, womit machen wir weiter? Wir machen das mal weiter mit Tyler hier. Gucken wir mal, was der... Und? Wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen Verdächtigen. Es gibt da sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord, aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Ein Psychopath. Das sieht ganz nach einem Psychopath aus. Der Typ hinterließ überall Abdrücke und Blut und es kümmerte ihn nicht, ob er gesehen wurde. Er hinterließ uns fast Name und Adresse. Diese Sorte Typ glaubt von Gott den Auftrag dazu bekommen zu haben. Dazu passt auch, dass er nicht vorsätzlich handelte. Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Unsicher. Um das zu beurteilen, wissen wir momentan noch zu wenig. Er könnte es morgen erneut tun, vielleicht aber auch nie wieder. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Riegel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Und, wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay, sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Aha, das ist der Geheimcode für die Muschikarte. Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und geriet in das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Mit dem Funk und dem Soul im Körper besuchen wir alte Chinesen, die Bücher sammeln. Here we go. Oh yeah. Hey, Gräbersack. Hi. Typisch alter Chinese. Entschuldigung,
Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir hab warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Vernünftig Deutsch sprechen. Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Während der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Was ein Scheiß. Okay, hier, ich habe gehört, Sie sind ein Fachmann. Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Ja, natürlich. Meine, du bist nur ein 300 Jahre alter Chinese. Meine Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Klar. Nun, in Wahrheit bin ich bei der New Yorker Kripo. Du Einwandereramt? Du mein Geschäft auflösen? Alle Papiere und Familie sind ganz, ganz, ganz legal. Du überprüfen, kein Problem. Okay, relax. Ich will Ihnen doch gar nichts. Bleib geschmeidig. Kein Untersuchungsbefehl? Dann raus hier. Das ist Privateigentum. Noch dümmer hätte ich mich kaum anstellen können. Ach, Kollege. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Ich werde mich hier weiterhin umsehen. Ich hau hier bestimmt nicht ab. Vielleicht ich doch kann was für dich tun. Sprich vernünftig, alter Chinese! Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden. Dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Ei, Meister Yoda hat gesprochen. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich sähe es von einem Videospiel. Ja, Tyler. Wenn du wüsstest, was ist, wenn ich dir sage, dass dein Leben nichts anderes ist als ein Videospiel? Wenn du gar nicht wirklich existieren würdest. Erdgeschoss. Bla 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 bla. Okay. Also dieses ist... Warte mal, das Buch, was ich hier in der Hand habe, ist schwarz, ja? Das heißt F bis I. Dann schaue ich mich mal um hier. Da oben ist eine Tarotkarte. Die hole ich mir erstmal als erstes. So. Dumpti-dum. Alter, der hat aber viele Bücher hier. Sein Wissen begrenzt sich nur auf die paar Bücher, die er rumstehen hat. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Du musst ein verstammtes Genie sein. So, wo ist denn die schwarze Abteilung? Da gehöre ich hin, denn ich bin Tyler. Gucken wir mal hier rein. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ich guck mal hier so ein bisschen rum auf gut Glück. Ich werde schon mal finden. Ah ja, haben wir doch schwarz. Was haben wir denn hier? Kann ich hier... Ach, ich muss die linke Maustaste gedrückt halten, damit ich mich umsehen kann. Na, stimmt. Ja, da war ja was. Okay, gut. Das ist schön zu wissen. Dann geht mir die Kamera wenigstens nicht mehr so sehr auf die Nüsse. So, dann gehen wir nochmal einen höher. Boah, das ist aber ein riesen Ding hier, ey. Ist hier oben noch irgendwie was für dich? Nö. Okay, vielleicht auf der anderen Seite? Lauf schneller, Tyler. Lauf. Wie der Wind. Hier ist bloß grün und blau und gelb. Ansonsten ist hier auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Unter der Treppe war ja auch noch irgendwas, was man sich angucken konnte. Kann ich das Buch mir irgendwie angucken? Ich glaube ja. Das kann ich mir bestimmt hier angucken. Schauen wir mal. Nehmen wir das Buch mal unter die Lupe. Hallo?
Ach so, ja, das Buch von Lucas Kane. Das gucke ich mir erstmal an. Bewege die Lupe mit Hilfe der Richtungstasten. Okay. William Shakespeare. Der Sturm. L und E. So, hier. Lamarck und Everett. Wer hat gesagt, du sollst das Buch wegpacken? Oh. Was ist das? Ein Lesezeichen. Ein Fetzen Papier. Sieht aus wie ein Computerausdruck einer Zahlenliste. Ist aus dem Buch gefallen. Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Gucke ich mir im Büro an. Hm, das könnte uns weiterhelfen. Ich bin aber mit dem Buch noch nicht fertig. Ich will da nochmal reingucken. Ja, ich hab's verstanden. Blätter mal weiter. Der Sturm, William Shakespeare, blätter mal weiter. Ach, was haben wir da? Was steht da? Da hat ja jemand was reingeschrieben. Für meinen Bruder zum 18. Geburtstag. MK. Interessant. Michael Caine, unser Bruder. Alles klar. Sonst noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Gut, dann packen wir das Buch erstmal weg. Und jetzt gucken wir mal weiter nach dem scheiß Drecksbuch für den Chinesen hier. Da muss auch noch irgendwo. Irgendwo muss hier noch ein Hinweis zu finden sein. Cave Nekadas de Grutola. Okay. Moment, kann ich da nicht weiter irgendwie gucken? Was denn jetzt? Der weiß nicht wohin mit den Büchern. Ah, okay. De Grutola. De Grutola, alles klar. Nimm das Buch in die Hand. De Grutola. Okay. Dann gucken wir mal. Hier. De Grutola, da haben wir es. 1796. Alles klar. 1796. Dann gucken wir da vorne nochmal. Da war ja die Liste. 1796. So. Wo haben wir denn? 1796 ist zweiter Stock, F bis I, schwarz. Zweiter Stock. Gut. Das müsste ja jetzt leicht zu finden sein. Das ist der erste Stock. Und hoch in den... Ne, das war der zweite Stock. Der erste Stock ist doch unten, oder? Das muss ja hier sein, weil das Buch ist schwarz, oder? Irgendwo hier muss es doch sein. Irgendwo hier. Nö. Na, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht hier oben. Aha. Das sieht richtig aus. Komm. Er muss doch... Das muss doch irgendwo hier... Warum steht hier eine 3? Ach, das ist der dritte Stock. Dann ist es doch die hier unten, der Stock hier, der... So, lass uns mal gucken. Ich kann hier kein Buch rausnehmen, ne? Fuck, Chinese, hast du nie noch irgendwie einen Tipp für mich oder so? De Grutola, 1796. 1796, ja, zweite Etage. Es muss irgendwo hier sein. Ich frage nochmal den Chinese, vielleicht kann er mir noch einen Tipp geben. Chinese, rede mit mir. Wenn das Buch, das Sie suchen, hier nicht ist, dann gibt es das wohl auch nicht. Verdammt. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich kann doch jetzt hier nicht jedes beschissene Ding jetzt abklappern hier. Jedes Regal. Die hier unten kann ich mir angucken, aber der sagt doch, dass das Buch zu finden ist im zweiten Stock. Und zwar bei Schwarz. Und Schwarz im zweiten Stock ist hier drüben. Dann muss ich das doch hier irgendwo finden können. Ich muss doch mir hier irgendwo was angucken können. Hier irgendwo muss doch das Buch rumstehen. Sehe ich das falsch? Sehe ich da Schwarz?
De Crutola, 1796. 1796. Ja, ist der zweite Stock. Muss der zweite Stock sein. Warte mal, das andere war Erdgeschoss, ne? Erdgeschoss, ja, dann ist es doch ganz oben. Tausende alter Bücher. Ja. Und ich kann nicht lesen. Okay, dann gehen wir mal in den dritten Stock. Da muss ja auch noch irgendwas zu sehen sein, hier oben. Und zwar bei Schwarz. Hier, irgendwo muss es doch was geben. Sieh dich um, Tyler. Sieh dich um. Irgendwo hier. Verdammt nochmal. Das muss doch hier sein. Komm schon, wo ist das Auge? Das gibt's nicht. Dann gucke ich mal auf die andere Seite. Komm schon. Finde es. Finde es, Tyler. Finde es. Komm schon. Verdammt sollst du sein! Du Analphabet! Verdammt! Ich bin doch nicht falsch. Das kann doch nicht sein. Also. Dritter Stock, Schwarz. Muss doch korrekt sein. Ich guck mir das Scheißbuch nochmal an. Vielleicht habe ich was übersehen. Edit, was steht da? 16, De Crutola, Cave Necadas. Okay. Hier mufft's nach Staub und altem Papier. Ja. Wo er wohl die Comics hat. Hast du vielleicht auch mal irgendwie was beizutragen, was Vernünftiges? Guck dich doch mal ein bisschen um hier, Kollege. Kann ja nicht so schwer sein, dieses verdammte Buch zu finden. Wie heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen? Ey, alter Chinese, ich finde dein Scheißbuch nicht. Es muss hier irgendwo sein. Ich habe doch alle Hinweise gefunden. Wenn das Buch, das Sie suchen, hier nicht ist, dann gibt es das wohl auch nicht. Gott verdammt. Verflucht sollst du sein, du alter Dreckschinese. Okay. Freunde, hier machen wir eine Pause. Wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Ob ich dieses vermaledeite, verfluchte Drecksbuch finden werde. Oder nicht. Vielleicht finde ich es ja doch. Vielleicht ist es Never Ending Story und ich werde auf dem Rücken von Fuchur durch Phantasia reiten. Vielleicht schenkt der alte Mann mir auch einen Gremlin. Oder wir kommen möglicherweise mit unseren Ermittlungen weiter. Aber das seht ihr in der nächsten Folge Fahrenheit. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Besucht mich auf meiner Facebook-Seite. Und bis dahin, haut rein! Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen. Aber wir sehen nur ihr Äußeres. Wie sie zu sein ist, nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war.